Hallo und herzlich willkommen in meinem Garten. Heute möchte ich gerne hier die zweite Seite meines Hochbeets bepflanzen. Das Wetter hier heute ist gar nicht schön. Jetzt gerade im Moment, wo ich jetzt sage, da kommt die Sonne mal so ein bisschen raus. Es hat wahnsinnig geschüttet hier letzte Nacht, deshalb war alles ziemlich nass. Aber gut, der Gärtner wünscht sich Regen, aber natürlich auch Sonne. Und wenn man dann im Garten arbeiten möchte, dann muss es trocken sein, gerade wenn man mit der Kamera unterwegs ist. Das ist eigentlich der Grund, warum es unbedingt trocken sein muss. Aber jetzt auch egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt entschieden, einige meiner ziemlich groß gewordenen Erdbeerpflanzen hier umzusiedeln. Der Grund ist, die werden immer größer, was natürlich schön ist, breiten sich aber auch aus durch die Ableger, die sich dann bilden. Das ist wunderbar und natürlich wahrscheinlich auch gewünscht, wenn man einen sehr großen Garten hat. Aber ich habe es ja hier doch reichlich eng und ich wollte nur nicht, dass meine Erdbeeren mir mein ganzes Hochbeet hier belegen. Und deshalb habe ich mir überlegt, werde ich einige umsiedeln. Ich hoffe, die überleben das. Und wenn ich mir dann Ableger nehme, dann kann ich die zumindest exakt da platzieren, wo ich sie auch gerne hätte. Und deshalb habe ich mir das überlegt, da kommen gleich mal zunächst einige raus. Was ich jetzt hier in meiner Hochbeetseite stehen habe, sind die Wintersteckzwiebeln. Und ich habe hier Knoblauch stehen, wie schon gerade gesagt, die Erdbeeren. Und hier durch dieses Ranggitter, was ich an der Wand habe, hatte ich da eigentlich jedes Jahr meine Gurken. Und da sollen auch in diesem Jahr wieder Gurken hin. Weiteres Problem, weshalb ich umsiedeln möchte, die Erdbeeren, ist, dass ich auch so langsam mein Hochbeet mal wieder ein bisschen nachfüllen muss. Das ist also ganz schön gesackt. Ich hatte im letzten Jahr die Erdbeeren schon mal etwas höher gelegt, wie man so sagt. Das hat dann auch funktioniert. Die sind wunderbar angewachsen wieder. Also da hatte ich kein Problem. Hatte ich dann wohl auch die Wurzeln Gott sei Dank nicht beschädigt. Aber man sagt ja bei der Erdbeere sowieso, dass die nach 2 bis 3 Jahren im Ertrag immer geringer wird und man dann sehen sollte, dass man wieder neue Pflanzen dazusetzt. Bei meinen, finde ich, sieht das jetzt nicht so aus. Ich spiele euch das gleich mal ein. Dann könnt ihr das mal ein bisschen von der Nähe betrachten. Jetzt zeige ich euch mal hier die Erdbeeren. Die blühen also schon ganz schön. Auch hier sind wirklich kräftige, große Pflanzen geworden. Aber natürlich für meinen beschränkten Platz werde ich mir da gleich mal was überlegen. Was mir hier im Beet noch gewachsen ist, das war überhaupt gar nicht geplant, das müsste eigentlich mein Salatspinat oder Pflückspinat sein. Und zwar hatte ich den letztes Jahr im Kübel angepflanzt und hatte dann, wie ich die Kübel leer gemacht habe, hier ausgeleert. Und siehe da, jetzt habe ich hier Pflückspinat oder Salatspinat. Naja, ist ja schön. Jetzt möchte ich hier an meinem Ranggitter, wie in jedem Jahr, meine Gurken hochleiten. Da zeige ich euch dann mal gleich, wie ich das vorhabe. Diese Gurke hier ist die Einlegegurke Quarantine oder Quarantine. Ich weiß nicht, wie man spricht. Die habe ich selber vorgezogen. Die kommen auf jeden Fall ins Beet, aber natürlich nicht alle, denn das ist für mich zu viel. Dann habe ich hier 2 verschiedene Sorten Salatgurken. Auch die habe ich selber ausgesät. Einmal die Salatgurke Sonja und einmal eine weiße Salatgurke. Wie ihr hier sehen könnt, die haben auch so einen kleinen Trockenschaden gekriegt, weil ich mich da ein paar Tage wirklich nicht so extrem kümmern konnte. Ich denke aber, die Blättchen, die werde ich gleich abmachen. Und ansonsten denke ich, werden sie sich ja wohl trotzdem so weit gut genug entwickelt haben, dass das hier funktioniert. Diese Haken hier sind Kopfhaken für Gurken. Die habe ich mir von Erftstadt mitgebracht, von unserem Garten-YouTuber-Treffen. Die habe ich bei dem Sascha gekauft vom Kanal Self Bio. Der hat ja den Shop Borago und der hat da seine Artikel dabei gehabt und dann habe ich die erstanden. Jetzt möchte ich die oben an meinem Ranggitter feste machen
Und dann kann ich hier dran meine Gurken hochziehen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke, weil normalerweise sind die ja dann frei hängend. Ich habe halt diesen Platz hier nicht und versuche das dann jetzt an meinem Randgitter. In den anderen Jahren habe ich ja die Gurken immer festgebunden mit Bindedraht. Das hat auch funktioniert, aber vielleicht ist ja diese Variante einfacher. Ihr werdet es dann sehen in meinen Gartenrundgängen, wie sich das hier so alles entwickelt bei mir. Wahrscheinlich werde ich mir noch eine Freilandsalatgurke als Jungpflanze noch kaufen im Gartencenter. Die habe ich dann halt nicht selber angezogen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Denn in diesem Jahr ist es ja für mich sowieso das erste Mal, dass ich Pflanzen selber vorgezogen habe. Und das war eine solche Menge, dass ich jetzt noch wirklich ein bisschen überfordert war, auch schon vieles verschenkt habe. Aber ich denke, irgendwie werde ich das schon hinkriegen und Platz ist in der kleinsten Hütte, wie man so schön sagt. Aber jetzt werde ich mir hier mal erst ein Leiterchen besorgen oder einen Hocker, dass ich überhaupt da oben dran komme. Ich muss jetzt da mal erst ein bisschen Platz machen, sonst depper ich mir das all noch darunter. Heute mal mit Handschuhen, die sind auch noch klatschnass, die haben mir im Regen liegen lassen gestern. Aber ist egal, ich gucke jetzt mal erst, dass ich die Erdbeeren hier irgendwie rauskriege. Hier, das sind jetzt alles Ableger. Na gut. Ich denke mal, die Wurzeln werde ich jetzt hier dann wohl ein bisschen beschädigt haben. Aber ich kann es nicht ändern. Entweder sie schaffen es oder sie schaffen es nicht. Auch hier unten diese Erdbeere werde ich auch rausnehmen. Die sitzt so tief. Denn hier sieht man richtig, wie sehr mein Hochbeet abgesackt ist. Also da möchte ich unbedingt gleich ein bisschen wenigstens noch nachfüllen. So, auch die hier, die kommt jetzt raus. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich die mit den Händen so rausgehoben kriege. Da ist sie. So langsam gibt es ja hier jetzt etwas mehr Platz. Den Schneckenring platziere ich jetzt um die hier. Die raffe ich jetzt mal so ein bisschen zusammen. Und dann kriegt die auch den Schneckenring. Muss ich natürlich schauen, dass ich jetzt alle Blättchen hier gut mitkriege. Vorsicht. Alle Blätter gut da rein. Und der Schneckenring hat seinen Platz. Jetzt habe ich mir hier so ein kleines Pflänzchen von dem Spinat mal rausgezogen. Also das ist für mich unglaublich, wie lang diese Wurzeln sind. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Den lege ich auch mal beiseite. Vielleicht kann ich den ja noch woanders einsetzen. Aber das kann ja hier nicht jeder in meinem Hochbeet machen, was er will. Ne? Ich muss das ja schon ein bisschen unter Kontrolle halten. Jetzt muss ich wirklich lachen. Ich hatte hier gestern in meinem Hochbeet geguckt und dann habe ich das entdeckt und habe gedacht, was ist das denn? Sind das irgendwelche Eier oder was? Das ist Bauschaum. Hier noch von dem Baum meiner Mauer. Der muss da wohl irgendwie reingeraten sein. Aber da kann man mal sehen. Und dann ohne Brille wie immer. Ne? Erdbeeren habe ich jetzt geputzt. Ein Teil habe ich da rausgenommen. Alle haben jetzt einen Schneckenring. Außer die eine kleine da vorne, da steht so viel Knoblauch in der Nähe, da möchte ich mir jetzt da auch nicht kaputt machen. Jetzt hole ich erstmal Erde und dann fülle ich das Ganze mal ein bisschen nach. Ich kaufe mir tatsächlich in der Regel immer gute Bio-Hochbeeterde für hier nachzufüllen, weil so mit dem Mischen von Erdsubstrat und so weiter, da habe ich überhaupt noch gar keine Erfahrung mit. Ich sehe das natürlich auf anderen YouTube-Kanälen, wie manche das machen. Aber das ist für mich hier ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch keinen Komposthaufen, weil der Platz einfach nicht da ist. Deshalb, dann muss ich halt ein bisschen mal was kaufen gehen. Die ist oftmals wirklich sehr, sehr feste, wenn die aus den Säcken kommt. Ich krümel die dann. Vor allen Dingen, was mich jetzt sehr verwundert hat, ich hatte in der letzten Zeit oft Säcke, die waren ganz neu und waren wirklich von innen klatschnass. Teilweise sogar ein bisschen Schimmel dran.
Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das umtauschen müssen. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert, ne? Ja, wie hier sieht man das auch. Also das ist ein Riesenklumpen hier. Die Zeit, die vergeht ja im Garten wirklich rasend schnell. Jetzt muss ich mich dran halten. Es ist nämlich mittlerweile schon Abend. Ich habe mich jetzt entschieden und werde hier ins Hochbeet auch noch Tomaten einsetzen. Und zwar habe ich hier einmal die historische Reisetomate. Dann habe ich eine Freilandtomate. Eine Ananastomate kommt hier noch hin und eine Cozzola. Und die werde ich dann versuchen, hier über Schnüre ebenfalls an meinem Ranggitter hochzuziehen oder festzuhalten. So, jetzt gebe ich mich aber hier mal an Eingraben. Und jetzt kommt hier die historische Reisetomate rein. Das Besondere an dieser Tomatensorte ist, die bildet eine Tomate mit mehreren kleinen Teilen, wobei man dann diese einzelnen Teile wohl abbrechen kann, ohne dass die ganze Tomate aufgeht oder kaputt ist. Deshalb sagt man Reisetomate. Die kann man also Stückchen für Stückchen essen. Ich bin mal gespannt. Ich habe die auch das erste Mal. Mal schauen, wie die wird. Und ich hoffe natürlich, dass mir das im Freiland hier auch gelingt. Aber das Problem habe ich ja eigentlich in jedem Jahr, weil ich nun mal kein Gewächshaus habe und nicht die Möglichkeit habe, die Tomaten so geschützt unterzubringen. Aber ich lasse drauf ankommen, ne? Jetzt hier an der nächsten Stelle setze ich meine Freilandtomate. Hier kommt jetzt die Ananastomate hin. Die letzte hier im Beet ist dann jetzt die Cozzola. Fertig. Hier entlang setze ich mir jetzt meine Salatgurken und die Einlegegurken und dann kriegen die natürlich auch noch alle ein Schildchen. Das war's jetzt erstmal für heute. Jetzt gieße ich das Ganze noch ein bisschen an und bin jetzt erstmal froh, dass ich das schon mal in der Erde habe. Morgen geht es dann weiter. Ich sage euch danke fürs Zuschauen, einen ganz, ganz lieben Gruß. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.